Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Wir haben ein weiteres Königreich unter unseren Fittichen. Die Leute sind jetzt glücklich mit uns zusammen. Wir haben von denen einige Leute hier dazu bekommen bezüglich Wohnen. Quatsch. Unterstützung unserer Leute. Aufstockung unseres Personals. So, meine Güte, nee. So, 8 Einwohner haben kein Zuhause, was wir noch gar nicht gemacht haben, was aber geht und was ich jetzt mal ausprobieren möchte. Ich hoffe, wir kollabieren ja hier nicht direkt so komplett hier mit unserem Flieger, mit unserem fliegenden Städtchen. Königreich, Königreich. So, Luftschlösschen. Wir können ja auch Wohnblöcke Stab. Ah, das sieht echt cool aus. Mhm. Okay. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann setze ich hier welche hin. Da welche. Das ist alles in Ordnung. Jo. Da welche hin. Oh, das ist ja geil. Sieht ja geil aus. Wenn die Minarette jetzt da in Aktion treten, das sieht echt cool aus. Gefällt mir sehr. So. Wie sieht das jetzt wohnungstechnisch aus, bevor ich jetzt hier noch weitermache? Haben wir... 4 sind immer noch nicht versorgt. Ja gut. Möglichkeiten haben wir genug. Zack und zack. Dann machen wir das und das auch noch. So. Jetzt müsste aber genügend. Hallo. So, jetzt aber. Wohnraum geschaffen sein. Ja, da. Alles ist zufrieden. Alles jubelt. Sehr gut. Wieso kriegt denn jetzt da das Moped nicht weg? So, wie sieht es überhaupt aus? Wir haben 61 Bäume. Wir kriegen jetzt 3 Bäume jede Stunde. Also das sollte, oder Holz. Damit sollten wir ein Weilchen auskommen. Wir haben, glaube ich, Moment. Ja, kann man das sehen? Also einen leichten Hang nach hinten. Das geht immer noch. Müssen wir mal schauen. Also hier werden wahrscheinlich hier in diesem Bereich noch weitere Produktionsstätten irgendwann mal entstehen. Quatsch dich aus. Wir brauchen noch ein weiteres Relikt. Was ist hier mit Lehm? Das ist doch Lehm, ne? Lehmvorkommen. Hätten wir dafür Stauraum? Ich glaube ja. Unser Königreich ist auch gerade in der Nähe. Dann lass mal kommen. So, okay. Und damit wir wieder ein bisschen Lehm haben. Glas habe ich 79 Einheiten oder 79 Stück. Das sollte erstmal reichen. So viel Glas brauchen wir im Augenblick noch nicht. Kommt vielleicht noch. Kommt mit Sicherheit noch. Ja, Nase juckt. Kennt ihr das Gefühl, wenn man merkt, irgendwie, man müsste eigentlich niesen und dann kommt da nichts? Boah, ich hasse das. Ich hasse es auch, wenn unser Königreich da irgendwie nicht so richtig zu sehen ist. So, Mann. Moment, wo sind wir? Was war? Wie viel Lehm? Moment, Augenblick. Ich bräuchte mal ganz kurz ein bisschen Übersicht. 14, boah, lass mal kommen. 37 verbleibend. Ganz so viel werde ich dann wohl. Ja, schauen wir mal, was wir da noch unterkriegen. Ich will es jetzt auch nicht komplett ausreizen. Problem ist, dass die natürlich dann immer sofort anfangen, den Lehm in Lehmziegeln dann umzuformen. Und man dann halt immer so ein bisschen gucken muss,
wie viel brauchen wir jetzt noch, ne? Wie viel ist jetzt aktuell im Lager und so weiter und so fort. So. Wir sind bei 180. 16 verbleibend. Ja. Ja. Oh, nee. Ich breche das Ganze mal ab. Wir haben erstmal wieder genug Lehm und auch genügend Lehmziegeln. Man muss das Ganze ja nicht komplett ausräubern. Was wir dringend brauchen, ist halt irgendwie ein Relikt oder so. Was ist jetzt hier los? Warum dieser Flieger irgendwie, ne, mit der Steuerung? Und den man immer so dahin bekommt, wo man den hinhaben möchte. Die Frage ist, wo geht es jetzt überhaupt hin? Karte. Wir hocken hier rum. Lass uns doch mal hier in die andere Richtung fliegen. Momentan fliegen wir. Ah nee, war nicht gar nicht wahr. Ich habe hier. Ja, nee, alles. Oh, ich bewege mich zufälligerweise in die richtige Richtung. Oh, was ist denn da passiert? Mr. Nandos macht was richtig und dann auch noch aus Versehen. Dann schau ich mal. Oh, Moment. Nahrung und Wasser. Ich esse dich so auf der Pfanne. Wie weit wäre es denn da bis zum nächsten Ort? Ist das Dickicht? Oder was ist das? Das Nahrungsproblem wäre zu lösen. Das Wasserproblem sehe ich gerade auch. Ist auch lösbar. Dann kümmern wir uns erstmal ums Wasser. Naja, jetzt geht das natürlich hier los. Ne? Das, egal. Da müssen wir jetzt durch. Da müsste ich jetzt mal genauer drauf achten, wie das jetzt wieder so mit dem Wasser und so darstellt. Ich meine, wir sind jetzt nicht, dass wir hier am Limit sind, der Nahrung und so. Aber ich habe immer ganz gerne so in dieser Richtung die Bunker voll. Also wenn wir also bei um die 60, vielleicht ist das über 60 sind, dann sollte das. Oh, wir sind sogar schon bei 70. Dann ist erstmal gut. Dann ist das nächste, was ich ansteuern würde wollen, ist der Bereich hier Dickicht. Nein, so. Um auch da so etwas Nachschub zu bekommen. Viel geht da nicht mehr. Gerade. Wow. Ja gut, wir müssen mal durch. Jede Einheit, die ich bekommen kann, zählt. Nein. Geht Richtung. So. Okay, ja, das war's dann auch schon. Da vorne haben wir eine Reliktruine, die wir auch direkt ansteuern. Damit wir noch so ein paar Relikte hier irgendwie unterbekommen. Unterbekommen. Wir unterbekommen mal so ein paar Relikte. Ja, das sieht auch gut aus. Also hier oder auch und so. Das läuft besser als gedacht. So, Dille. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ja, supi. Dann gucken wir uns doch mal so ein bisschen um. Unten wäre noch Quarz, aber hier geht nichts mehr. Ich überlege hart, ob ich da noch so ein paar Lager bauen soll. Wahrscheinlich die schlechteste Idee, das mache ich auch. Da wir sowieso etwas hecklastig sind, schaue ich mal, was da geht. Was ist das hier nochmal? Lass mal ganz kurz stehen, mein Freund. Eine Lehmhütte.
Aktuell kommen wir mit einer Lehmhütte ganz gut zurecht. Lagerung. Lagerhaus für Bauressourcen. Und hier den Vogel mal. Passt der da rein? Oh, das passt ja wie Faust auf Auge. Das Ding fertiggestellt ist, dann müsste sich doch jetzt hier entsprechend die Lagerkapazität erhöhen, oder sehe ich das falsch? Das war ja letztens irgendwie schon die Frage, macht sich das da bemerkbar oder wo macht sich das letzten Endes bemerkbar, weil hier habe ich sonst weiter nichts. Außer natürlich hier so die einzelnen Bereiche. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Sehr cool. Gut, dann machen wir von dem Teil direkt noch eins. Lagerung. Lagerhaus. Rotier. Low. Wäre ja schön, wenn du meinst, irgendwie, du müsstest dich da selber... Oh, kannst du das mal sein lassen? Ist ja nervig. Was ist, wenn Spiele meinen, sie müssten es besser wissen, als derjenige, der da gerade spielt? Diese Automatismen. So, wir schicken mal einen Arbeiter nach runter hier bezüglich unserer Reliktruine. Und dann gucken wir mal, was der da so finden wird. Ich würde ganz gerne irgendwie so ein Relikte gefunden. Wie viel? 3. Gut. Und jetzt mal 12. Besser als nichts. Dann ich klicke wie wild hier mit den Maustasten, aber jetzt hat er erst reagiert. Sollte ich bei der Gelegenheit, ja, ich glaube schon, ne? Das nehmen wir mal eben mit. Das bietet sich gerade an, dann haben wir hier die Möglichkeit wieder auf Maximum zu kommen. Oh, ein weiteres Königreich. Holz brauche ich erstmal nicht. Wir werden ja auch jetzt hier entsprechend versorgt. Da vorne ist Wasser, das ist auch cool. Wow. Das sieht ja mal... Wow, da wollte ich gar nicht hin. So nichts Schlimmes passiert. So. Ja, ich muss schon sagen, ne? Also hier unser Luftschloss hier, das wächst und gedeiht. Ne? Also wir werden hier schon so langsam mal sicher, hier wird's voll. Da muss ich mir so ein paar Sachen einfallen lassen. Auftrieb? Da sehe ich's gerade. Ich brauche noch so ein paar Flattermänner. Achso, Nahrung ist komplett. Dann mal hier, weiter geht's. Königreich hier, bla, nichts mehr einsammeln, alles gut. Unser Lager ist voll. So. Kurz war wieder das Sound weg. Sehr seltsam. Okay, wir haben ein neues Königreich entdeckt. Melia Passage. Melia ist ein kleines, doch effizientes Königreich. Sein Volk schätzt die Maschinen, welche die Arbeit auf dem Feld erleichtern. Unser Bündniswunsch wird mit leeren Blicken beantwortet. Sie finden unsere Technologie unterhaltsam, aber letztlich nutzlos. Okay. Melia wird nicht wegen seiner Fläche ein Königreich, denn es war kaum größer als einige Siedlungen. Doch alle hier arbeiteten tadellos zusammen, wie eine Uhr mit zahlreichen Zahnrädchen. Ein jedes mit fester Rolle. Hier gab es keine Anführer, denn es brauchte keinen. Jeder wusste genau, wo er hingehörte. Ja, okay.
Auszug aus Königreiche unserer Zeit von Muluap, dem zweiten Chronisten. Ja, wir müssen uns beweisen, Missionen, wir suchen nach Technologie, Entwürfe, ja, eigentlich auch, und Ressourcenhandel am Markt. Wir müssen uns beweisen, schauen, dass wir hier mit unseren Technologien, die unterhaltsam wirken für die Leute da, dass wir damit durchaus in der Lage sind, auch was zu reißen. Wir müssen uns beweisen, wenn wir ein Bündnis wollen, da wir keinen Regenten überzeugen können, müssen wir uns an die Öffentlichkeit wenden. Das machen wir. Die milianischen Windpropeller sind essentiell für die Effizienz des Königreichs. Doch einer von dreien ist defekt. Ja, es nützt nichts, wenn man nur tolle Technologie hat und dann kann man die nicht reparieren. Wir erfahren, dass es in diesen Ebenen zu Zeiten der Alten eine Vielzahl davon gab. Doch alle sind verloren. Wenn wir einen funktionierenden Windpropeller auftreiben könnten und ihn nach Melia bringen, würden sie den Wert dieser Kooperation erkennen. Ein jeder Melianer passiert uns zügig, doch das hatte nichts mit Argwohn zu tun, sondern mit Effizienz. Denn jeder, der untätig war, verübte eine schlimme Sünde gegen alle. Aus den verstreuten Tagebüchern von Muluap, den zweiten Chronisten. Wir werden einen Windpropeller finden. Genau, das machen wir. So, ich gehe erstmal nach Hause zurück. Ja, die sind schon ein bisschen anspruchsvoller. Glaube ich. Meine ich, irgendwie da so herausgehört zu haben. Und ja, ich muss ein bisschen was hier für Auftrieb und so tun. Warte mal, wir pausieren mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier etwas näher ran ans Geschehen. Schau mal, was, Moment. Weg. Kriegt man da Weg hin? Hier Weg mache, dann kann man. Ah, alles klar. Okay. Das geht. Das ist cool. Oh, nee, so war das nicht gemeint. Oh. Ich hätte vorher speichern sollen, glaube ich. Das geht also nicht. Das ist nicht schlimm. Man muss es nur vorher wissen. Kriege ich das wieder weg? So, nee, klar. Ich glaube, rechts bin ich irgendwie. Warte, wie war das jetzt nochmal? Irgendwie kriegt man das doch wieder. Ah, was habe ich getan? Jetzt geht. Das ist mit dem Anklicken gar nicht so einfach in der Situation. Moment mal. Nee, ich will nicht den. Ich mach das mal so abreißen. Ja. Warte. Wir machen das anders. Den verschiebe ich mal ganz kurz, wenn es irgendwie geht, nach hier hin. Ah, ich hätte gedacht, dass man hier so einen Weg machen kann, aber naja, gut, macht doch wegen dem Flügel keinen Sinn. Das hätte man sich eigentlich überlegen können, wollen, tun. Ja, will ich Weg haben. So. Das sah aber erst so aus, als wenn es gehen würde. War auch interessant zu wissen, dass man auf die Art und Weise, wenn man irgendwo, weiß ich was, nicht einen Weg oder sowas braucht, und das, was im Weg, für den Weg, dass man dann Dinge, dass die automatisch verschoben werden. Das ist ganz interessant. So, das muss ich den nochmal verschieben, leider Gottes. Der muss dann wieder hier dran. So. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja, vom Abstand her, das passt. Gut. Aber
der Gelegenheit wieder was dazugelernt. Ist auch nicht verkehrt. So, wir haben hier, haben wir ja Weg. Dann würde es ja durchaus gehen, wenn ich Auftrieb. Wenn ich denn hier so einen weiteren Flügel irgendwie, da geht's nicht, aber da geht es. Okay, das gleiche machen wir. Hier. Ich muss mal ganz kurz gucken. Boah, das sind nicht die ganze. Ist nicht so ganz ohne. Das schließt hier nicht ab. Aus Gründen. Das ist das Moped, da ist aber Weg. Moment. Keine Ahnung, was ich da wieder gemacht habe. Oder wie das zustande gekommen ist. Mach das mal so. Was macht der jetzt hier wieder für Caprio? Teil neigt dann dazu, irgendwie sich lustig durch die Gegend zu drehen. So, Auftrieb aktuell ist bei 90. Wir haben ja gelernt durch die Flügel hier. Erhöht sich das Ganze merklich. Das ist die gleiche Stelle. Sieht ganz danach aus. Ich hoffe, ich bin da symmetrisch. Ich glaube ja. Gut. Aber den Bau hier von dem Einflügel, das warte ich nochmal ganz kurz ab. 102. Ja, das ist doch schon mal cool. Dann hier der nächste dann auch. Sehr gut. Ja, das freut mich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir müssen uns beweisen. Wir müssen da so ein, was war das? Eine Windmühle besorgen. Irgendwann in der Richtung. Und damit die glauben, dass wir hier was können mit unserem fliegenden Königreich. Weil unsere Technologie ist ja für die mehr so unterhaltsam, als wirklich ernst zu nehmen oder so. Sind ganz schön vorsichtig eingenommen, die Leutchen da. Okay. Ja, das werden wir natürlich wuppen. Ich gehe ganz stark von aus. Wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.